Hallihallo und herzlich willkommen zur brandneuen Ausgabe von Fast Break, dem Science City Basketball Magazin. Ihr erinnert euch sicher noch. Vor 2 Wochen gab es in der Partie gegen die ETB Wohnbau Baskets den 10. Heimsieg der Saison. Dem folgte ein wahrer Krimi in Leverkusen, Nervenkitzel pur, beim Sieg über den noch amtierenden Rekordmeister. Was da genau los war und wie sich das Team auf das anstehende Heimspiel vorbereitet hat, haben wir hier für euch zusammengefasst. Schon wieder 4 Siege in Folge und zu Hause noch ungeschlagen. Da hat sich das Team eine Überraschung verdient. Das sahen auch die Trainer so und reagierten auf das Dartsfieber, das die meisten ihrer Spieler seit der WM im Dezember gepackt hat. Aber keine Angst, den Basketball verlieren sie nicht aus den Augen. Genauso wenig wie die tägliche akribische Arbeit. Ganz nach dem Geschmack des Coaches. Denn die ist nun mal die Basis des derzeitigen Erfolges. Und auch der Grund für den Sieg am vergangenen Wochenende in Leverkusen. In der altehrwürdigen Dopatka-Halle sorgten 300 bis 400 Leverkusener Fußball-Ultras für eine besondere Stimmung, die die Hausherren beflügelte. Nach nicht einmal 80 Sekunden stand es 0:8 aus Jenaer Sicht. Die Leverkusener blieben auch den Großteil des weiteren Spielverlaufs in Führung. Das lag einerseits daran, dass im Kader der Gastgeber weitaus mehr steckt, als der vorletzte Tabellenplatz erahnen lässt. Andererseits bietet die Konstellation Tabellenführer gegen Kellerkind, dem vermeintlichen Außenseiter, stets einen kleinen Vorteil. Gerade bei einer Mannschaft, die unten steht, ist dann kein Druck da. Die können völlig befreit aufspielen. Insofern ein ganz schwieriges Spiel für uns gewesen. Leverkusen hat am Anfang sehr viele schwierige Würfe getroffen. Ich denke, wir haben uns gut zurückgekämpft, um das Spiel dann über weite Strecken offen und gleich gehalten und dann in der letzten Minute zum ersten Mal, glaube ich, dann die Führung geholt und mit viel Kampf dann am Ende auch gewonnen. Dieser Offensivrebound von Wayne Bernard mit anschließendem Korbleger 20 Sekunden vor Ende war die Aktion, die das Spiel entschied. Leverkusen ging im letzten Angriff nicht auf Overtime, sondern auf Sieg, doch der Dreier war zu kurz. Sieg 4 in Folge für Jena war da. In engen Spielen hat Jena in dieser Saison einen Lauf. So auch im Hinspiel gegen den kommenden Gegner, die jungen Hechte Baunach. Da musste sogar die Verlängerung her und nach 45 Minuten trennte beide Teams nur ein Punkt. Auch da war es 20 Sekunden vor Ende, als Baunachs Malik Müller nach Max Antritt zu spät kam. Goaltending, der Korb zählte, sein City 1 vorn. Und auch damals fiel danach kein Ball mehr durch die Jenaer Reuse. Jan-Pai-Kapitän Johannes Thiemann setzte beide Freiwürfe daneben. Manchmal ist der Basketball eben grausam, weil es in jedem Spiel immer einen Verlierer geben muss. Ja, also am Ende sind wir immer im Profisport. Das heißt, das Einzige, was zählt, ist das Ergebnis. Wir haben diese Saison, ich glaube, 5 Spiele mit unter 5 Punkten Differenz haben wir gewonnen. Also 5 knappe Spiele. Die hätte man auch verlieren können, muss man sagen. Und am Ende sind es Nuancen, die so ein Spiel entscheiden. Auch dort bei dem Spiel, denke ich, braucht man nicht sagen, nur mit einem gewonnen nach Verlängerung, sondern gut, dass wir gewonnen haben. Und ich erwarte auch jetzt wieder für das Spiel am Samstag, auch wenn es Heimspiel ist, dass das keine einfache Partie wird. Ein besonderes Spiel wird es in jedem Fall für Marcus Knight. Er trifft nämlich auf das Team, in dessen Trikot er sich in der vergangenen Saison ins Gedächtnis vieler Trainer spielte. Auch in das von Björn Harmsen. Vergessen hat der Coach aber auch nicht, wer im aktuellen Baunacher Team besonders unangenehm ist. Eigentlich fast alle. In der Hinrunde fielen insbesondere Baunachs 5 Spielmacher Daniel Schmidt mit 19 Punkten und 9 Assists und Andreas Obst auf. Er verwandelte 4 seiner 6 Versuche vom Perimeter und wurde mit 22 Punkten Topscorer der Partie. Es gilt als unwahrscheinlich, dass er in Jena dabei sein kann. Seine derzeitige Verletzung schmälern das Talent und die Qualität im Baunacher Kader aber allenfalls gering. Es gibt Mannschaften, die können das kompensieren, weil sie einfach von der Tiefe her gut genug besetzt sind. So wie wir auch Verletzungen aufgefangen haben. Und ich glaube, Baunach gehört auch zu den Mannschaften, die solche Ausfälle definitiv kompensieren können. Und das haben sie auch gezeigt. Gegen Essen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und da hat Obst nicht gespielt. Also es geht darauf, auf die Spieler zu fokussieren, die dabei sind und darauf bestmöglich vorzubereiten.
10 Heimsiege waren es, die Science City in der gesamten Saison 2014-2015 inklusive der Playoffs einfahren konnte. Genauso viele sind es diesmal jetzt schon und die Tabellenführung ist der verdiente Lohn dafür. Um diese zu halten, muss die Heimweste weiß bleiben und die Siegesserie in der Arena anhalten. Serie ist übrigens ein gutes Stichwort. Die zweite baute ihre in der zweiten Region Nord sensationell aus. 13 Siege am Stück sind es da jetzt schon. Bei den Jenaer Jungs hingegen ist vor 2 Wochen eine Serie gerissen. Allerdings erfreulicherweise. Das Science City JBBL-Team hat am letzten Vorrundenspieltag den lang ersehnten ersten Saisonsieg gefeiert. Beim 67-64 Heimsieg gegen Bayreuth ließ die U16 im Schlussviertel nur 8 Punkte zu und belohnte sich endlich einmal selbst. Die beiden Double-Doubles von Jan Becker und Ben Reich gerieten da fast zur Nebensache. Nun steht die Relegation für den Klassenerhalt an. Los geht's dabei mit einem Heimspiel gegen den DBV Charlottenburg am 14. Februar. Weniger Erfreuliches gibt es aus der NBBL zu vermelden. Die Jenaer U19 kreuzte gleich 2-mal mit der IBA München die Klingen. Der 63-75 Heimniederlage am vergangenen Sonntag folgte eine bittere 62-91 Auswärtspleite. Im Heimspiel hatten die Jenaer Jungs erst einen über 20 Punkte Rückstand aufgeholt. In der Schlussphase fehlte es dann etwas an Fortune. In München hingegen klemmte es anderswo. Es hagelte sage und schreibe 31 Foulpfiffe gegen Science City. Am Ende waren Wank, Heber, Schneider und Skunde ausgefoult. München sammelte so nach der Pause 26 Punkte mehr. Wir machen jetzt kurz Pause, aber nicht abschalten. Wir haben nämlich noch ein paar schöne Schmankerl in der Tasche. Energiebündel sind unser Vorbild. Wir liefern Strom, Gas und Wärme aus einer Hand. Stadtwerke Energie Jena Pößneck. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Mit meiner Visa-Card schaffe ich alles. Sein Nachname erinnert wohl an einen der berühmtesten TV-Kämpfer für Recht und Verfassung der 80er Jahre. Genau, die Rede ist von Knight. Genauer gesagt Marcus Knight. Der US-Amerikaner bereichert seit Januar den Kader von Science City. Wir haben ihn uns geschnappt, ein bisschen gestylt, geschniegelt und gebügelt, vor die Kamera gestellt und mit Fragen gelöchert wie ein Schweizer Käse. Marcus Knight. 6'2". Shooting guard. Jena Baskets. I came to Jena because during the summertime, Jena wanted me here to come play for the team, and certain situations came up, but now I'm here in Jena, and I enjoy playing basketball here in Jena for a very good basketball team as well as a very good club. So that's one of the reasons I came to Jena, and also about winning. I come from Georgia. It's a small town called Wrench, Georgia, in my area. We are a really small town, but we have a lot of players that play professional from our town. So it's, you know, we have pretty good people that can play pretty good sports from our town. Well, my strength is, first of all, defending. I'm a really good rebounder. I'm a good scorer as well. And also being a leader and being a good teammate as well, on and off the court. So those are my strengths. I love the game, just the love for the game. I've been playing since I was 3 years old. My uncles and my mentors instilled basketball in me at a very early age. And I also play because of my family, and someone is really important to me, which is my son. He enjoyed watching me play, so that's why I love to play.
Everybody here is really good. The team, we are very close. We work hard to win a championship. That's the only reason, you know, you should want to play to win a championship, for sure. I'm alive for it. So, ihr Lieben, es ist wieder soweit. Es ist Gewinnspielzeit. Die spannende Frage lautet hier jedoch, wer kann sich an dieser Stelle warm anziehen? Lisa Reiber, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst einen Schal und eine Mütze von Science City. Und für alle anderen wartet hier schon die nächste Chance. Wie ging das Hinspiel gegen Baunach aus? Schreibt uns die richtige Antwort und euren vollständigen Namen an aktion@jenatv.de. Zu gewinnen gibt es diesmal 2 Sitzplatztickets für das Spiel gegen Chemnitz. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 17. Februar. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Wir geben euch jetzt kurz Zeit, darüber nachzudenken und sind gleich wieder für euch da. Bis dahin! Überflieger heben ab. In einer Region, für die wir alles geben. Stadtwerke Energie Jena Püsnik. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Nicht mehr lange und dann ist ja auch schon wieder Valentinstag. Doch was schenken? Wayne hat sich für euch auf die Suche begeben und sich für etwas Klassisches entschieden, nämlich einen schönen Blumenstrauß. Im Blumenladen Passiflora ist er deshalb für ein paar Stunden in die Lehre von Eva Hennig gegangen. Hallo, ich bin Wayne. Bald ist Valentinstag und heute ich lerne, wie man Blumenstrauß macht. Wayne interessiert. Ich hab geträumt, ich hätte Blumen im Haar und die Welt wär wieder schön. Ich hab geträumt, dass ich ein Wildpferd wär und die Mähne fliegt im Wind. Als erstes mal schönen guten Morgen, herzlich willkommen in unserem Blumenladen. Okay. Und ich werde Ihnen heute mal die Grundregeln vom Blumenbinden erklären und zeigen, weil Valentinstag steht vor der Tür. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. So, und das haben wir jetzt so einen gewissen Grund. Okay. Was hältst du mal? Bist du links oder rechts? Rechts. Also hältst du in der linken Hand. Okay, ja. So, und dann kannst du dir jetzt Blumen aussuchen. Was magst du gerne für Blumen? Welche Farbe ist gut mit meinem? Also rosa Töne. Oh, ja. Ja, deswegen habe ich das hier so mal hergestellt. Jetzt darfst du dir das mal rausnehmen. Und die steckt man jetzt hier so. Die Tulpen bindet man im Prinzip immer ein Stückchen niedriger, weil die Tulpen in der Vase wachsen. Okay. Also alle anderen Blumen bleiben von der Länge, aber die Tulpen haben so das Naturell, dass die in der Vase wachsen. Und wenn man jetzt so einen kompakten Strauß bindet, okay, wachsen die dann hoch und dann stiebeln die oben drüber und das sieht nicht so toll aus. Warte. Ja, die Gerberas, die werden in der Regel getradet, weil die Gerberas ist ein bisschen empfindlich, die haben sehr knackige Stiele. Das ist okay, ja? Das ist okay. Ja, das ist Blumen, sage ich immer, das ist Natur. Okay, und Natur macht, was es will. Und wenn das mal krumm ist oder mal schräg oder mal schief, das ist egal. Okay, gell? Draußen wächst auch nicht alles gerade. Und von daher, gell? So, jetzt kannst du. Jetzt habe ich hier noch was für dich. Guck mal, das ist Hypericum. Yeah. Das kann man auch noch, das sind so Bärchen, aber nicht zum Essen. Hypericum. Okay. Also,
Die zwei aus wie Liebesperlen sind aber keine, gell? Mhm. Das ist nur zur Deko. So, die kannst du. Nicht die. Hier hinten auf die okay. Ecke, genau. Und das nehmen wir in der Leere. Was denkst du, das klappt super? Noch ein Stückchen rein. Findest du? Yeah, okay, ja. Yeah. Hast du Margarita? Genau. Super. So, das wird. Dieser ist rosa, ganz groß im Trend, gell? Alles so Bärenfarben, rosa, lila, weiß, so diese ganze Konstellation. Ah, okay. Gell? Also das Rot ist nicht mehr so, weil Rot ist fast unbezahlbar. Ja. Und jetzt hast du hier die Stiele alle unterschiedlich, sind ja alles unterschiedliche Längen. Mhm. Nimmst du jetzt die Schere, die auch sehr scharf ist. Gell? Du kannst das machen, ich brauche meine Finger. Du kannst so, und dann haben wir hier unseren... Weil du siehst, diese Blätter sind jetzt sehr matt. Dann sind die einfach matt und werden einfach ein bisschen angesprüht. Und was denkst du, möchtest du anschneiden? Jetzt müssen die Stiele, sind die alle gerade abgeschnitten. Das darf nicht sein, weil der Strauß soll ja eine lange Zeit halten. Ja? Also wieder alles in Schrägschnitt. Und jetzt darfst du mal... Ja, ich bin stolz. Das looks good. Ist eine schöne Konstellation, oder? Mhm. Ja, ich denke. So, möchtest du noch einen zweiten Strauß binden mit anderen Farben? Ja, ja. Ja? So, was sagst du? It's good. Ich bin. Ich mag das, ja. Hast du toll gemacht. Ganz toll. Also gut ausgesucht. Wann brauchst du Hilfe? Die kannst du anrufen. Dienstag? Ja, ich komme. Ehrlich, du kommst? Mhm. Ich kann... Nein. Ja. Nein. Ja, ich kann... Wann ist Valentin? Ja, ich habe ein Spiel. Ich glaube. Am 14. Februar ist Valentin. Ja, ich habe ein Spiel, ich glaube. Das ist eine schöne Wirklich? Ausrede. Freitag und Sonntag, ich habe ein Spiel. Das ist eine schöne Ausrede. Na, dann hören wir dich zum Muttertag. Das ist auch Stress. Muttertag? Hast du auch Spiel? Mai? 8. Mai? 9. Mai? Okay, ich komme. Okay, ja? Du kommst. Du hast es gehört, gell? Wir nehmen dich beim Wort. So, Science City. Science City Blumen. Ja, auch immer das kriegt. Schön, oder? Ich mag das. Hat er gut, hat er toll hingekriegt, gell? Ja. So, ich bin fertig. Ich hatte viel, viel Spaß hier. Ich danke Passiflor. Und jetzt, ja, ich suche vor eine Frau für die Blumen. Aber es gibt hier. Aber jetzt, ich muss zum Training. Übrigens hat sich Wayne keine Schnittwunden geholt. Er steht seinem wie gewohnt vollen Einsatz im Heimspiel also nichts im Wege. Zu Gast ist diesmal nur ein vom Namen her neuer Club. In der letzten Saison trug der noch das anmutend klingende Beiwerk Bike Café Messingschlager. Ja, lasst euch das ruhig mal auf der Zunge zergehen. Wie der Verein heute heißt und natürlich viele weitere Infos gibt's jetzt bei der Gegnervorstellung. Die Young Pikes bauen nach, die jungen Wilden des aktuellen deutschen Meisters. Die 1976 gegründete Basketballabteilung des 1. FC Baunach spielte bereits bis Mitte der 1990er Jahre in der 2. Bundesliga. Die etwas ungleiche Kooperation mit dem TSV Tröster Breitengüßbach führte die Baunacher allerdings wieder in die Tiefen der Regionalliga. 2013 kam dann die Wende mit dem Aufstieg in die Pro B. Und weil die Trösterjungs zeitgleich abstiegen, übernahm Baunach deren Rolle als Farmteam der Brose Baskets. Als Bike-Café Messingschlager schafften die Oberfranken sogar den direkten Durchmarsch in die Pro A, der sie nun das 2. Jahr in Folge angehören. In der abgelaufenen Saison verpassten die Aufsteiger als 9. nur knapp die Playoffs. Dass sie nie in den Ligakeller rutschten, lag auch an der faustdicken Überraschung am ersten Spieltag. Unter anderem 18 Zähler von Marcus Knight sorgten für einen Sieg in Jena mit 26. Die aktuelle Spielzeit verläuft mit neuem Namen ähnlich erfolgreich. Das Saisonwunschziel ist in der Tabelle zwar 3 Plätze entfernt, allerdings fehlt nur ein Sieg. Daran mangelt es vor allem fernab der Heimat. Nur in 2 von 8 Gastspielen gelang ein Sieg. Eine von 3 Heimpleiten setzte es gegen Science City, das den Hinrunden-Overtime-Hitchcock für sich entschied. An der Baunacher Linie steht mit Fabian Filmeter aufgrund seines Talentnäschens der Wunschkandidat eines jeden Farmteams.
Er ist nach fast zwei Jahrzehnten beim TV Langen in seiner ersten Spielzeit in Baunach. Einer der Anführer im jungen deutschen Team ist Johannes Thiemann. Trotz seiner erst 21 Jahre ist er der viertälteste im Kader, den er nicht nur als reboundstarker Kapitän, sondern auch als Topscorer anführt. Das Hinspiel gegen Jena entschied er 8 Sekunden vor Overtime-Ende mit 0 von 2 von der Linie. Noch etwas stärker unter den Körben ist Leon Kratzer. Der Brett-Center bringt physisch alles mit, punktet und reboundet konstant hoch. Seine Freiwurfquote ist allerdings unterirdisch. Downtown kann man ihn stehen lassen. Im Aufbau ist Andy Obst gesetzt. Eigentlich. Denn der gebürtige Hallenser, der mit über 12 Punkten im Schnitt stark aufspielt, verletzte sich vor kurzem am Rücken. Seine Guard-Kollegen um Daniel Schmidt und Alexej Nikolic sorgen aber für genügend Tiefe im Kader. So, das war's an dieser Stelle auch schon wieder von uns. Ich hoffe doch, dass wir uns am kommenden Samstag um 19 Uhr in der Sparkassenarena sehen. Dann darf die Halle wieder beben und die Mannschaft lautstark angeheizt werden. Ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder am 19. Februar. Bis dahin, macht's gut und denkt dran, Jena never stops.